Ach so, ja, die war ja ich. Welch grauenhafte Geschichte! Hier kann ich nicht bleiben! Ich eile geradewegs zum Marktstand zurück, wo ich bei meinen süßen Zäglein sein kann. Der Marktstand? Der Marktstand! Der Marktstand, ja. Nun, was hier geschrieben steht, scheint tatsächlich die Ursache der Unruhe zu sein. Ah, genau, der Marktstand! Dank Viagra. Ja, so geht's. Ja, so geht's. Hallo! Hallo! Auf jeden Fall ist sie etwas unheilvoll. Aber es ist doch nur eine Geschichte, oder? Gerade weil es die Geschichte ist, haben wir solche Angst. Nicht einmal das wisst ihr? Was ist los? Jedes Mal, wenn eine Hexe erscheint, stirbt jemand. Selbst wenn das wahr ist, gibt es keinen Grund, sich zu fürchten. Immer wenn eine Hexe erscheint, stirbt jemand. Es ist immer die Hexe. Durch ja, Hexenverfolgung sei Dank. Ja, so geht's. Das Leben, wie es sein sollte. Das Leben, wie es sein sollte. Ja, Feuer. So. Was? Feuer prickelt länger als man trinkt. Oh. Aua. Säure prickelt länger als man trinkt. Das flänzt. Das flänzt. Hör auf, mir meine Sounds vorzusagen. Sitzt ein Mädchen weinend in der Ecke. Das flänzt. Habt ihr ein Problem mit... Das flänzt. Oder wie? Habt ihr ein Problem mit Günther? Mit Olaf. Mit Olaf. Mit Olaf. Habt ihr ein Problem mit... Luke 2. Ich fragte. Habt ihr ein Problem mit... Luke 2. Ist jetzt nope. Gut. Ja, warte mal, nope ist. Nope. Das ist irgendwie voll gay. Ach komm. Das will ich jetzt nicht auch noch suchen. Ich weiß, ich hab's irgendwo stehen. Oh, da ist es. Gay. Können wir jetzt weitermachen? Du lässt dich ja ständig von mir ablenken. Da kann ich ja auch nichts dafür. Halt die Klappe! Hast du das schon... Achso, nee, das hatten wir schon, ne? Ja. Schließlich ist es nur eine Geschichte und die kann wohl kaum wahr werden. Was um Himmels Willen sagst du da? Nu, was meinst du damit? Was ich damit meine? Kleine... Was ich damit meine? Kleine Hühnchen. Die Antwort auf alles. Oh, Schatz, ich hab Hunger. Gehen wir zum Chinesen? Oh ja, was gibt's denn da? Kleine Hühnchen. Es ist ein böses Vorurteil. Das soll niemand wirklich denken. Oh, guck mal. Hm? Ist das nicht der von unserer Nachbarin? Das ist der Mario! Hör auf damit. Wir müssen weitermachen. Wir müssen hier irgendwann mal mit dem Spiel durchkommen. Wird, glaube ich, nichts, wenn wir so weitermachen. Ja, so. Komm, irgendwann wird das auch nervig. Bin schon still. Du willst doch nicht etwa andeuten, dass du nicht an die Geschichte glaubst? Nein, 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 nein. Der Mann, der von der Klippe fiel, den habe ich leider gerade nicht. Dafür musst du büßen! Das hat dir der Teufel gesagt! Und was hat dir der Teufel gesagt? Oh, warte! Das wollte ich doch so gar nicht. Was hat dir der Teufel gesagt? Das heißt nicht Rumpelstilzchen, das heißt Mario. Heißt du vielleicht Mario?
Das ist der Mario. Das hat der Teufel. Der Teufel gesagt. Naja, weiter. Hoch. Hey, ihr zwei. Was soll dieser Aufruhr? Wir? Nichts. Wir sorgen für keinen Aufruhr. Was denn? Ist irgendwas los? Herr Hauptmann, diese beiden hier, sie sorgen für Unruhe. So, so, ihr seid es. Bereitet ihr wieder Schwierigkeiten? Ach, Hauptmann, diese beiden behaupten, die Geschichte würde nicht wahr. Wie können sie nur so etwas sagen? Was muss ich hören? Das kann nicht wahr sein. Ihr behauptet, ihr glaubt nicht, was der Schöpfer schreibt. Könntet ihr zwei mal bitte in dieses große Loch da springen und sterben? Nein, unmöglich. Gerade eben haben sie noch behauptet, eine Hexe gesehen zu haben. Ehrlich, das haben sie gesagt. Sie sind doch zu zweit. Das könnten die beiden aus der Geschichte sein. Die zwei von der, die von der Hexe getötet werden. Nun ja, das wäre schon möglich. Ja, ja. Selbst wenn nicht, müssen sie etwas mit der Hexe zu tun haben. Spieß sie auf! Professor! Pro-Professor! Der Pro-Professor. Och Mann, mein Bild geht schon wieder weg. Ich brauche echt mal wieder ein neues Kabel. Oder daran liegt's gar nicht. Das kann auch sein. Die Atmosphäre ist etwas beunruhigend. Ein Kabel. Mir schwand! Mein erster Eindruck von euch war begründet. Ihr seid höchst verdächtig. Ja, höchst verdächtig. Männer, umzingelt sie, Jungs. Einmal die Animationen gespiegelt reicht. Oh oh. Ruhig Blut, Luke. Pro-Professor! Das sieht schlecht aus. Was sollen wir jetzt tun? Ah, nee, vielleicht sollten wir wegrennen. Einverstanden. Doch blindlings davon zu laufen ist wenig erfolgversprechend. Jetzt überlegen die erstmal 2 Minuten und die anderen stehen alle so da. Warte. Moment. Wir gehen, könntest du mal auf Seite? Ja, ah, perfekt, super. Und los, Luke! Wir kennen uns in der Stadt noch nicht genug aus. Nicht gut genug. Halt! An eurer Stelle würde ich nicht einmal daran denken, wegzulaufen! Gebt lieber kampflos auf! Warum? Professor. Weil wir euch leider nicht hinterherkommen in diesen in diesen schweren Rüstungen. Genau. Lauft! Professor Leighton! Luke! Ihr beiden, hier drüben! Diese Stimme. Moment mal, ist das nicht? Die Stimme kam aus der Nebenstraße dort. Komm, Luke, laufen wir! In Ordnung, Professor! Hey da, stehen bleiben! Halt! Kommt zurück! Ich hab euch doch gesagt, in diesen Rüstungen kommen wir euch nicht hinterher! Ihnen nach, Männer! Sie entkommen! Jawohl, Herr Hauptmann. Sie sind in die Kanalisation geflüchtet, durch! Luke 2. Genau wie ich dachte, Sie sind es tatsächlich, Sophie. Aber warum? Was machst du hier? Und was sollen wir jetzt nur tun, Herr Professor? Aua, mein Fuß, hier ist es so dunkel. Psst, das erkläre ich euch später. Bitte wartet nur hier. Na gut. Na gut. Wo sind sie? Wo sind sie hingelaufen? Herr Hauptmann, wir haben ihre Spur verloren. Das ist der Herr Hauptmann. Das ist haltbar. Ja, genau. Der ist homogenisiert. Und ultra hocherhitzt. Ja, das klingt nach dir. Homogenisiert und hocherhitzt.
Ja. Ultra hoch erhitzt. Ultra hoch erhitzt. Was bist du denn für Sounds da? Köstritzer. Ah. Das ist Mario. Das ist der Mario! Ja. Ja, was denkst du, was ich so alles dabei hab? Hast du noch irgendwas Neues? Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich hab nur... Gar nichts. Okay, weiter. Hast du schon... Ach ja, genau, ja? Spur verloren. Was? Sie müssen immer noch hier sein! Sucht sie! Ich sehe den Arm von dem Typen! Und eigentlich, die Spitze von seinem Hut! Ja! Eigentlich müsste es ja so sein, so wie der da steht. Wie schon. Genau, aber das ist jetzt ein Rätsel. Wie Warum wäre, wie, von, wie, aus, wie würde der aus seiner Perspektive das sehen? Anscheinend konnten wir ihnen entkommen, aber was nun? So Perspektivenrätsel finde ich immer ganz schlimm. Ja. Hier können wir nicht bleiben. Früher oder später Spinden sie uns befimmt. Verschwinden wir von hier. Wenn wir uns an die Nebenstraßen halten, müssten wir den Platz unbemerkt erreichen. Also, die Nebenstraße so. Also, sie gehen da drüben rum und... Hey, liebe Nebenstraße, können Sie uns den Weg verraten? Folgt mir! Ergreift sie! Das ist auch so ein typischer Spruch. Stimmt. Gut, einverstanden. Kommt hier entlang, aber leise. Aha. Schwupp, schwupp! Ich wollte aber noch auf die anderen Dinger da gucken, ob da was ist. Das war bestimmt doch. Sie sind uns bedrohlich nahe gekommen. Yeah, baby, yeah! Ich meine natürlich, Rauch jetzt gefälligst! Nein, das meine ich nicht! Oh, benimm dich, baby! Das meine ich! Scheiß Tastatur-Layout. Wer ist denn das Baby? Hä? Wer ist denn das Baby? Wer ist das Baby? Der fiese Fettsack! Nein, ich dachte jetzt eigentlich, was ist der Mario? Achso. Baby, das ist der Mario! Ja. Da soll ich drauf kommen. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Das ist der Mario! Er hat ja den Blaumann immer an, das passt ja perfekt. Die sind uns bedrohlich nahe gekommen. Diesmal haben sie uns gerettet. Das ist doch selbstverständlich. Ich bin erleichtert, dass ihr in Sicherheit seid. Aber was macht ihr beiden hier in Labyrinthia? Das gleiche könnten wir dich fragen. Wieso bist du hier, Sophie? Was ist denn passiert, nachdem wir in London weggetrennt wurden? Gar nichts. Ich weiß nur, dass du auf dieses alte Faustschiff... Ein Faustschiff? Oh Gott. Ich weiß nur, dass du auf dieses Frachtschiff gesprungen bist. Konntest du problemlos fliegen? Naja, ich... Also... Nein. Nope. Langsam, Luke. Wir sollten Sophie nicht mit Fragen überhäufen. Ach, und übrigens, wo hast du diesen schönen Umhang her? Wir fragten uns, wo hat sie nur diese Schuhe? Oh, die Werbung ist so... Generell, die sind alle so doof. Ich finde die super. Ich finde die bescheuert. Ich finde die lustig. Der macht da irgendwas Blödes. Expressionisten-Scheiße. Ja, und wo hat sie diese Schuhe her? Ist doch gut. Ich finde das doof. Ich find's cool. Entschuldigung, Sophie. Schon gut. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich das wirklich sollte. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Sophie. Aber was genau meinen Sie damit? Sie seien sich... Also,
Naja, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht genau daran erinnern, was passiert ist.